Willkommen zurück zu SFS Mission Colony, einem Projekt hier auf dem Kanal, welches 11 Monate schon alt ist, 32 Folgen hat und schon über 35 Stunden an Spielzeit. Ist natürlich eine ganze Menge und auch eine Menge zu verpassen, deshalb werde ich euch in diesem Video ein bisschen zusammenfassen, was wir denn bisher geschafft haben. Los geht's! In der ersten Folge habe ich einen Satelliten in einen Orbit gebracht, und zwar auf eine Höhe von etwa 200 Kilometern. Diese Satelliten kommen natürlich öfters vor, wie zum Beispiel beim Mond oder beim Mars, aber das hier ist mein ältestes Objekt hier in diesem Projekt. Von der zweiten Mission kann ich leider nur erzählen und nichts zeigen, da ich in dieser Mission einen ersten Menschen zum Erdorbit gebracht habe und natürlich wieder gelandet bin. Daraufhin wurde die Mission beendet und die Kapsel wurde entfernt. Daher kann ich euch nichts mehr zeigen, aber hier habe ich zumindest einen Nachbau davon. In der dritten Folge haben wir dann den Beginn unserer Mikroraumstation gebaut. Und zwar hier die Andockschleuse, den Treibstofftank und das Solarmodul. In der vierten Folge kamen dann wieder Satelliten dran. Diesmal geostationäre Satelliten in einem Orbit mit der Höhe von 1794 Kilometern. Ich habe davon ganze 3 Stück in einen Erdorbit gebracht, damit wir auf der ganzen Erde Kommunikation aufbauen können. In der fünften Folge habe ich dann einen Ersatztank hier in einen niedrigen Mondorbit gebracht und die Mikroraumstation etwas umgebaut. Davon kann ich leider euch nichts zeigen, weil ich das inzwischen durch eine bessere und größere Version ersetzt habe. Aber ihr könnt es euch so vorstellen, dass dass der Treibstofftank halbiert war und nur ein Triebwerk vorhanden war. In der sechsten Folge gab es dann wieder einen Satellit, diesmal einen Mondsatellit in einem Orbit mit einer Höhe von etwa 100 Kilometern. Und dieser hat eben die Kommunikation für die Mondbasis ermöglicht. In der siebten Folge bin ich dann zum ersten Mal auf dem Mond gelandet, und zwar mit dieser Sonde hier. Und dies hat den Grundbaustein für unsere jetzige Mondbasis dargestellt. In den Folgen 8, 9 und 10 habe ich mich dann vom Mond abgewandt und habe hier eine kleine Raumstation gebaut. Und zwar mit den großen Solarzellen oben, dann hier einen orangenen Treibstofftank, ein Forschungsmodul hier in der Mitte, und eine Andockschleuse, eine Satellitenschüssel und eben dem Wohnmodul. In Folge 11 war nicht besonders viel los, trotzdem gab es ein historisches Ereignis. Und zwar habe ich hier ein Landemodul an die Mikroraumstation angedockt und seitdem hat es sehr gute Dienste geleistet. In den Folgen 12 bis 19 habe ich dann meine Mondbasis gebaut und ihr könnt ja schon sehen, links habe ich 2 Solarmodule. Dann habe ich hier den Treibstofftank, ein Wohnmodul, ein Forschungsmodul, die Sonne in der Mitte, dann den Sauerstoffdom, einen Satellitenturm, ein Erzbohrer und dann die 2 Module der Aquaponik. In der 20. Folge habe ich dann den Mond verlassen und mich auf dem Weg zum Mars gemacht, und zwar hier mit diesem kleinen Rover. Mit dem habe ich einfach die Gegend erkundet und einen schönen Platz für unsere Marsbasis gesucht. In der 21. Folge habe ich dann die bisher letzte Veränderung an unserer Mikroraumstation gemacht. Und zwar habe ich hier diesen doppelten Tank und die doppelten Triebwerke hinzugefügt. Folge 22, schon wieder Satelliten. Wieder genau dieselben, diesmal in einem Marsorbit. Und ihr könnt sehen, die sind ein bisschen unordentlich. In Folge 23 habe ich dann die Marsbasis designt und in den Folgen 24 bis 32 habe ich sämtliche Module hier zum Mars gebracht. Ganz links könnt ihr eine Windturbine sehen und auch ein Solarmodul. Das habe ich tatsächlich in der letzten Folge schon zum Mars gebracht. Danach kommt eine Satellitenschüssel, ein Wasserspeicher, wieder einen etwas größeren Erzbohrer, ein Landingpad, ein Wohnmodul, ein Forschungsmodul, wieder ein Sauerstoffdom, ein großes Gewächshaus, ein Treibstofftank und da hinten ein
Transportrover. Und das war's auch schon. Das sind sämtliche Folgen, die ich bisher von Mission Colony aufgenommen und hochgeladen habe. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, was wir als nächstes tun sollen, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like da und ein Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss.